Und bei der Astra-Klasse, Melanie Eisel ist die einzige Dame, die sich wagt, so tief, so schnell, so drückend zu fliegen. Auch die Melanie, das ist ja wirklich hier richtig fein an der Rennstrecke. Schikane direkt vor dem Fliegen. Hautnah an der Racing Edge mit dabei. Ja, man kann richtig sehen, also die Energie, die also hier im Flugzeug stattfindet. Haben gesehen, es hat er kurz korrigiert. Vielleicht hat er hier auch eine sogenannte Strömungsablösung gehabt am Flugzeug, weil er kurz gewackelt hat, sozusagen, weil er korrigieren musste. Strömungsablösung, also wenn die Kräfte zu hoch sind, ja, und auf die Geschwindigkeit relativ hoch ist, dann kann es passieren, dass eine Strömungsablösung passiert. Ja, die richtige Linie war gar nicht. Hat auch schon leider eine Strafe kassiert. Ein Incorrect Level war schon wieder dabei bei Lucia Bella, der jetzt nochmal den Half-Q-Return hinein in Richtung Hamilton Ziel geht. Also mein sehr hoch, zweimal sehr hoch gewesen, also er hat die hohe Linie mal gewählt. Geht durchs Ziel, aber sie gescheit. 7.31.